Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Gurken sind ausgepflanzt. Wie häufig soll jetzt gedüngt werden? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Und dann auch immer, womit am besten düngen, welche Optionen es da gibt und wie ich es mache, das möchte ich euch gerne in meinem Video erklären. Ich habe vorab ein kleines Anliegen in eigener Sache, bevor wir starten. Ich erreiche erfreulicherweise sehr viele Zuschauer hier mit meinen YouTube-Videos, was mich auch wahnsinnig freut. Leider haben nur ca. 2-3% der Zuschauer, die hier regelmäßig auch meine Videos schauen, meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte an dich, wenn dir die Videos gefallen oder auch weiterhelfen, dann lass auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da und abonniere auch gern hier meinen YouTube-Kanal. Ich bin auf euren Support, auf eure Unterstützung angewiesen, um auch weiterhin hier die Videos auf YouTube machen zu können. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig über jeden neuen Zuschauer. Ja, wie ist das jetzt mit dem Düngen? Wenn man die Gurken aussieht, dann muss in der Regel natürlich erstmal nicht gedüngt werden. Man macht das ja in der Regel auch immer unter Glas und nicht direkt im Freiland, weil man einfach da den Vorteil hat, dass man schon mit einer schönen Jungpflanze hier rausstarten kann. Und beim Einpflanzen kann man am besten schon mal gut Kompost mit dazugeben und dann ist schon mal so eine gewisse Grundversorgung für die ersten Tage oder Wochen auch gewährleistet. Trotzdem sollte man die Gurken dann regelmäßig düngen, am besten einmal die Woche sogar und dann ab, ja, dem Zeitpunkt, wo sie anfangen, Blüten anzusetzen, da sollten sie dann etwas weniger gedüngt werden, nur noch zweimal die Woche. Und jetzt gibt es mehrere Optionen, womit man das macht. Man hat zum Beispiel die Möglichkeit, eine Brennnessel ja auch selbst anzurühren. Natürlich riecht das ein bisschen, ihr könnt ein bisschen Urgesteinsmehl da reingeben, dann stinkt es nicht ganz so doll. Ich kann euch mal verlinken, wie man Brennnesseljauche selber macht, schaut euch das Video hier einmal an. Und wer keine Brennnesseljauche machen will, der kann auch selbst Kompostwasser oder Komposttee, wie man es auch nennt, aufsetzen. Das geht auch sehr schnell und sehr einfach. Auch dazu habe ich ein Video, schaut euch das vielleicht auch einmal an, wenn es euch interessiert. Das sind auf jeden Fall zwei natürliche Möglichkeiten, seine Pflanzen zu düngen und das Ganze auch noch kostenlos. Eine dritte wäre, sich einen Dünger zu kaufen. Da würde ich dann aber auch immer auf einen organischen Biodünger empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil man das ja auch essen möchte. Ich benutze den von Plantura. Da habe ich unten auch mal einen Link für euch reingestellt, direkt zu dem Dünger. Es gibt noch einen Rabattcode von 10%. Schaut einfach mal rein. Und den habe ich jetzt hier bei mir in der Gießkanne schon einmal angerührt. Ich nehme eine ganze Kappe auf 10 Liter und damit dünge ich jetzt zum Start einmal wöchentlich meine Gurken und danach dann noch alle zwei Wochen. Zwischendurch wechsle ich vielleicht auch mal, dass ich eine Brennnesseljauche nehme oder Kompost. Man kann das also auch durchaus kombinieren. Das schadet den Pflanzen nicht. Im Gegenteil, eher Brennnesseljauche stärkt die Pflanzen auch, beugt Schädlinge vor, auch Mehltau zum Beispiel. Und damit seid ihr dann auch immer ganz gut versorgt. Und das Düngen selbst mache ich einfach, wenn ich meine Gurkenpflanze gieße. Passt ein bisschen auf, nicht so wie ich, dass ihr das alles über die Blätter kippt. Das mag die Pflanze nicht. Man sollte hinterher, auch wenn die größer werden, zusehen, dass die ganzen Blätter dann natürlich nicht hier in der Suppe hängen, weil das natürlich auch immer dann anfällig für Schädlinge oder ja, für Pilzkrankheiten ist. Ich gieße jetzt hier noch einmal schön durch. Das reicht in der Regel von der Menge auch aus. Wie ihr seht, fließt ohnehin immer so ein bisschen auch weg. Und ja, in dem Fall habe ich jetzt für diese Woche meine Gurken einmal gedüngt. Das ist jetzt das erste Mal nach dem Auspflanzen. Und ich mache einmal die Woche jetzt damit weiter. Und wenn halt die ersten Blüten sich bilden, dann mache ich nur noch, wie ich gerade auch gesagt habe, alle zwei Wochen eine Düngung. Das Gute übrigens bei allen drei Möglichkeiten, die ich euch zum Düngen gerade genannt habe, die könnt ihr natürlich nicht nur für eure Gurken verwenden, auch für Paprika, Zucchini, Tomaten und Co. Ihr könnt tatsächlich euer komplettes Gemüsebeet, alles was ihr anbaut, damit wunderbar düngen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen, aber vor allem auch weitergeholfen hat. Wenn ja, freue ich mich wie gesagt sehr über einen Daumen nach oben und auch wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und dann sehen wir uns auch bald im nächsten Video wieder. Bis dahin!